Ja, eins ist sicher, nicht die Rente, ich glaube, die ist ganz unsicher. Eins ist sicher, der Mittelstand braucht Liquidität und das Thema Bankenklemme, Liquiditätsprobleme wird immer größer werden. Die europäische Bankenaufsicht, verschiedene Institutionen schreiben bereits von einer drohenden Kreditklemme, die viele Unternehmer auch schon spüren. Es gibt viele Möglichkeiten, Mittel zu generieren. Eine Möglichkeit, Mittel zu generieren, ist mit Sicherheit die Unternehmenskasse. Die Unternehmenskasse ist ein Instrument der Altersversorgung, ist der älteste Durchführungsweg, den wir kennen, der teilweise arbeitgeberfinanziert betrieben wird, aus CSR, aus Corporate Social Responsibility, mit der Folge, dass Liquidität geschöpft wird durch Steuervorteile und durch Steuereffekte, die aber vermehrt in jüngster Zeit aus der Entgeltumwandlung mit dem Inhalt, dass die Entgeltumwandlung plus die Sozialabgaben plus die Arbeitgeberanteile im Unternehmen bleiben, teilweise deutliche Steuervorteile obendrauf und so natürlich eine erhebliche Liquidität generiert wird. Wenn der Unternehmer das fördert durch etwas Arbeitgeberfinanzierte, durch eine arbeitgeberfinanzierte Komponente obendrauf, die ihm auch keine Liquidität erstmal kostet, die sich aus Steuervorteilen und eventuell aus Fluktuation sogar selbst finanziert, wird der Mittelzufluss, der Liquiditätszufluss, der Liquiditätseinbehalt im Unternehmen durch die Unternehmenskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung natürlich noch deutlich höher. Und so kommen auch beträchtliche Summen zustande. In einem 20-Mann-Unternehmen allein rechnen wir ungefähr so mit 300.000, 350.000 Euro Liquidität zusätzlich in den ersten 10 Jahren und ja, dann, wie es sich entsprechend weiterentwickelt.